In diesem Video wollen wir uns mit dem Vestibularapparat genauer beschäftigen. Der Vestibularapparat ist zuständig für die Gleichgewichtsregulation im Körper. Seine Aufgaben sind dabei die Registrierung der aktuellen Körperhaltung und auch, wie sich die aktuelle Körperhaltung verändert. Außerdem kann das vestibuläre System den Körper oder die Körperbewegungen im Raum registrieren. Dabei können sowohl Rotations- als auch Linearbeschleunigungen registriert und gemessen werden. Wichtig ist auch noch, dass das vestibuläre System auch die Bewegungen des Kopfes im Sinne einer Blickregulation registriert. Das heißt, wenn sich der Kopf dreht und man trotzdem einen bestimmten Punkt fixieren muss oder will, dann ist dafür das vestibuläre System auch mit zuständig. Das vestibuläre System ist für die alltäglichen Bewegungen, aber auch für sportliche Bewegungen von sehr großer Bedeutung. Besonders wichtig ist es in Sportarten, bei denen man sich viel dreht und im Raum koordinieren muss. Beispiele hierzu wären das Eiskunstlaufen, das Turnen und das Wasserspringen. In den weiteren Folien wollen wir uns jetzt ansehen, wie der Vestibularapparat aufgebaut ist und wie die Funktionsweise ist. Nun zur Lage des vestibulären Systems. Das vestibuläre System befindet sich im Ohr, genauer gesagt im Innenohr. Es ist dabei paarig angelegt, das heißt sowohl im rechten Innenohr als auch im linken Innenohr haben wir jeweils einen solchen Vestibularapparat. Der Vestibularapparat besteht aus zwei morphologischen Untereinheiten. Dies sind die Makulaorgane auf der einen Seite und die Bogengangsorgane auf der anderen Seite. Zur Orientierung, wir haben hier das menschliche Ohr. Hier sehen wir das Außenohr, das mittlere Ohr und hier das Innenohr. Wir zeichnen hier jetzt einmal das vestibuläre System quasi ein. Hier, das wäre das vestibuläre System im Wesentlichen hier. Man sieht, dass sich direkt an das vestibuläre System die Cochlea, also die Hörschnecke, hier anschließt. Was wir hier noch sehen, was hier jetzt blau markiert wird, ist der vestibuläre Nerv, durch den eben die sensorischen Informationen an das zentrale Nervensystem weitergeleitet wird und dort schließlich auch dann verarbeitet wird. Ja, wie bereits kurz angedeutet, gibt es im Wesentlichen zwei morphologische Untereinheiten. Das sind die Makulaorgane und das Bogengangsorgan. Hierbei wichtig, dass man die Makulaorgane in zwei Bestandteile wiederum untergliedern kann. Dies ist zum einen die Macula utriculi oder Utriculus genannt. Und zum anderen, machen wir hier in blau, die Macula sacculi oder auch Sacculus genannt. Wir beginnen damit, dass wir uns die Makulaorgane und ihre Funktion nun genauer ansehen. Die Makulaorgane sind zuständig, um den Linearsinn bzw. Linearbeschleunigungen zu messen. Das heißt, sie können keine Rotationen erfassen. Hierfür sind die Bogengangsorgane zuständig. Sie messen Linearbeschleunigungen, nämlich in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Die Makulaorgane sind sogenannte Säckchen, die sich am Ende der Bogengänge, also hier in etwa in diesem Bereich, befinden. Diese Säckchen sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Man spricht in diesem Zuge von sogenannten Statusystemen.
Was wir jetzt hier unten sehen können, ist sozusagen, wie sich das Innere eines solchen Makulaorgans gestaltet. Sie haben am Boden kleine Sinneszellen mit winzigen Kalkkörpern. Man spricht da von sogenannten Statoliken. Wir zoomen jetzt hier einmal etwas genauer ran. Also wir haben hier diese kleinen Statoliken, die wir hier sehen in weiß. Und hier sich kleine Haarzellen befinden, die mit Nervenfasern verbunden sind. Wie funktioniert nun das System? Um also hier jetzt Linearbeschleunigungen messen zu können. Es kommt zum einen zu einer Körper- oder Veränderung der Körperlage. Wir drehen hier mal nach links. In Folge verbiegen sich diese kleinen Härchen, die wir hier sehen. Die verbiegen sich. Somit kommt es zu linearen Zug- und Druckveränderungen. Und diese linearen Zug- und Druckveränderungen liefern den sinnesspezifischen Reiz für diese Makulaorgane. Nun unterscheiden sich die Macula utriculi und die Macula saculi voneinander. Die Macula utriculi, deren Sinneszellen reagieren auf Horizontalbeschleunigungen, also in diese Richtung. Horizontalbeschleunigungen. Das wäre zum Beispiel bei Beschleunigungen beim Fahrradfahren, Autofahren etc. Die Macula saculi. Diese Sinneszellen reagieren auf Vertikalbeschleunigungen. Diese wären hier in Blau, also entsprechend in diese Richtung Beschleunigungen. Diese finden wir beispielsweise bei Sprüngen aus einer Erhöhung hinunter oder auch beim Fahren mit dem Fahrstuhl. Was hier in dieser Abbildung nicht ganz ausreichend meiner Meinung nach zum Vorschein kommt, ist die Tatsache, dass die Makulaorgane hier in diesem Bereich liegen. Die sind hier solche Säckchen, wie schon erwähnt. Und dabei liegt der Utriculus oben und hier im Blau der Saculus unten. Dies noch einmal zur Verdeutlichung, wie dies hier aussieht. Also sehr gut zu sehen, dass die hier direkt an die Bogengangsorgane hier anschließen. Ja, nun zur Funktionsweise des Bogengangsorgans. Wir haben bereits gehört, dass die Makulaorgane, also den Linearsinn, für den Linearsinn zuständig sind. Das Bogengangsorgan hingegen ermittelt Rotationen, ist also für den Drehsinn zuständig. Wo sind die Bogengangsorgane lokalisiert? Wir können diese hier sehr gut sehen. Diese Bogengangsorgane, drei an der Zahl. Die Ausrichtung ist speziell und auch so vom Körper eigentlich sehr genial konstruiert. Die drei Bogengänge, also diese Kanäle in diesem Sinne, sind nämlich so angeordnet, dass sie in einer dreidimensionalen Beziehung zueinander stehen. Das heißt, sie stehen jeweils senkrecht aufeinander. Somit ist es möglich, dass die drei Kanäle jeweils in verschiedenen Raumrichtungen die Rotationen, Winkelbeschleunigungen registrieren können. Wie sind die Bogengangsorgane aufgebaut? Es ist so, dass diese mit einer Flüssigkeit, also man stellt sich hier vor, hier wäre entsprechend in Rot hier eine Flüssigkeit enthalten. Diese Flüssigkeit nennt man Endolymphe. Am Boden dieser Kanäle finden wir Sinneshaare. Wenn wir hier näher ranzoomen, dann sehen wir hier einen Ausschnitt aus dem Bogengangsorgan. Und sehen hier diese in Gelb diese Sinneshärchen. Diese Sinneshärchen sind in eine Gallertzunge eingebettet. Die Gallertzunge heißt Cupula. Wir sehen dies hier in Blau hier zur Verdeutlichung die Cupula. Also eine Gallertzunge. In diese Gallertzunge reichen also die
Sinneshärchen hinein. Wie kommt nun diese Wahrnehmung des Reizes zustande? Nehmen wir an, es kommt zu einer Drehbewegung, sagen wir nach links in diesem Fall, des Kopfes, des Körpers. Die Flüssigkeit, die Endolymphe, die sich in den Bogengangsorganen befindet, bleibt aufgrund ihrer Trägheit zuerst einmal in Ruheposition. Die Bogengangswandungen jedoch drehen sich weiter. Klar, also hier hatten wir den Ausgangspunkt der Bogengangswandung und hier dreht sich diese natürlich entsprechend dann weiter. Die Cupula, also diese Gallertmasse im Bogengangskanal, diese Flüssigkeit, diese Cupula reicht in die Flüssigkeit, die sich im Bogengangsorgan befindet, hinein. Entsprechend wird die Cupula dann in die Gegenrichtung, dies wäre in diesem Fall hier jetzt nach rechts, wird diese Flüssigkeit, diese Cupula ausgelenkt. Und somit kommt es auch dazu, dass sich diese Sinneshärchen, die hier in diese Cupula hineinreichen, verbiegen. Daraus entsteht eine Aktivitätsänderung in diesem Organ, diese Rezeptoren. Und diese Aktivitätsänderungen werden dann ans zentrale Nervensystem über die sensorischen Nervenfasern, über den vestibulären Nerv, werden diese ans zentrale Nervensystem übermittelt. Aus dem Anfang und dem Ende dieser Bewegung berechnet das zentrale Nervensystem dann den Verlauf der Drehbewegung. Dieses Bogengangsorgan wird durch Translationen oder durch die Gravitationskraft nicht beeinflusst. Dies ist ganz wichtig. Es können also nur Winkelbeschleunigungen so gemessen werden. Oft ist es so, dass im Bereich des Sports viele Personen oder die meisten Personen ihre Sahneseite, sage ich mal in Anführungszeichen, haben, also eine bevorzugte Drehrichtung aufweisen. Dies hängt damit zusammen, dass in dieser Seite die Erregbarkeit des Vestibularorgans, des vestibulären Systems, das wir uns in diesem Video angesehen haben, eben geringer ist. Das heißt, hier erfolgt eine geringere Erregung des Vestibularorgans. Und entsprechend wird diese Seite dann bevorzugt gewählt. Hier noch einmal zur Zusammenfassung des vestibulären Systems. Generell unterscheiden wir zwischen Makulaorganen, dabei wieder zwischen dem Macula Sacculi und dem Macula Utriculi, wobei die Macula Sacculi entsprechend die Vertikalbeschleunigungen messen und die Macula Utriculi die Horizontalbeschleunigungen messen. Daran schließt sich oder schließen sich die Bogengangsorgane an, die aus drei Kanälen bestehen, die senkrecht zueinander aufgebaut sind, in dreidimensionaler Anordnung. Dieses Bogengangsorgan kann die Winkelbeschleunigungen messen, also ist für den Drehsinn zuständig. Ja, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Lernvideo etwas mitnehmen. Viel Erfolg weiterhin hier im Campus.